Hallo und herzlich willkommen hier zum Teil 2 der Filme meines Ausflugs an die Schwarzwaldbahn. Solltest du den Teil 1 nicht gesehen haben, hast du definitiv was verpasst, was du unbedingt ganz schnell ändern solltest. Den Link habe ich dir oben rechts eingeblendet. An den Wochenenden 31.07. und 1.08. und den beiden darauffolgenden Wochenenden im August 2021 war die Rheintalbahn und die Gäubahn gesperrt, weswegen viele Güterzüge und auch zum Teil Reisezüge über die Schwarzwaldbahn umgeleitet wurden. Diese Umleiter habe ich zum Anlass genommen, an die Schwarzwaldbahn zu fahren und mir den Betrieb dort anzuschauen und daraus diese Filme zu machen. So, guten Morgen, hier am zweiten Tag. Selbe Stelle, selbe Welle wie gestern Abend. Aber das Wetter hat sich dann etwas, ja, ich will nicht sagen verschlechtert, aber es ist zumindest deutlich nässer geworden, was die Luftfeuchtigkeit angeht und das, was in Tropfenform vom Himmel fällt. Mal gucken, was man aus dem Tag machen kann. Das Regenradar gelobt Besserung für später am Tag. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Die 146-236, wenn ich jetzt richtig abgelesen habe, die für den Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad, auf dem ich ja gestern schon unterwegs war, Werbung macht und auf dessen zweiten Teil ich, denke ich, heute im Laufe des Tages auch noch unterwegs sein werde. Der teilt sich nämlich in zwei Abschnitte auf, beide von Triberg aus beginnend. Einer tut den unteren Teil dieser wirren Streckenführung abarbeiten und der andere den oberen Teil. Und möglicherweise habt ihr irgendwo am Bahndamm auch schon mal so ein ähnliches Gebilde gesehen. Schaut aus wie eine überdimensionale Flexscheibe. Ist es letztendlich auch. Und zwar wisst ihr ja, dass es Schienenschleifzüge gibt. Und diese Schienenschleifzüge arbeiten mit Schleifsteinen, um die Schienenköpfe obendrauf, das Schienenprofil, den Schienenkopf wieder in Form zu bringen und obendrauf Material abzutragen, damit es wieder eine schöne, saubere, glatte Fahrkante gibt. Und irgendwann mal, gerade wenn sie verschlissen sind, dann lösen die sich unter Umständen auch mal oder werden beim Wechseln ja, vergessen an Ort und Stelle und liegen dann dort rum. Und das ist so eine Scheibe von so einem Schienenschleifzug. So, das Blocksignal hier an diesem Röllerwald-Tunnel ist dann nochmal ergrünt. Das freut mich sehr, denn der Regionalexpress ist durch. Das kann irgendwas anderes sein. Ich höre es auch schon. Oder es kommt von hinten. Und jetzt komme ich wieder in die Scheißgasse. Da hinten dran fährt der Gegenzug. Man hält es im Kopf nicht aus. Man hält es im Kopf nicht aus. Der Zug, der zuerst durchgefahren ist, das war der bergwärtsfahrende und jetzt der talwärtsfahrende, sieht man an manchen Wagen, als er hinten aus der Kurve kam, noch so ein bisschen Bremsdampf aufsteigen und da
Es riecht auch ein klein wenig nach Bremsdampf. Ich habe es ja, glaube ich, gestern schon mal angesprochen. Selbst wenn da zwei Lokomotiven vorne dranhängen, so wie bei dem hier. Es war wieder eine Vectron in SBB Cargo International Lackierung und eine Mietlok, eine Leasing-Lokomotive, Baureihe 189. Ja, selbst diese zwei Lokomotiven an der Zugspitze schaffen es mit der dynamischen Bremse nicht, bei diesem Gefälle die Geschwindigkeit dauerhaft so zu regulieren, dass der Zug in der Beharrung bleibt. Da muss also immer wieder bei dem Gefälle hier noch zusätzlich mit der Druckluftbremse nachgeregelt werden. Und dieses Nachregeln erzeugt ja Hitze, denn zwischen der Lauffläche vom Eisenbahnrad bzw. der Scheibenbremse, es waren hier auch ein paar scheibengebremste Wagen im Zug mit dabei, wird die Energie in Hitze umgewandelt. Also sie wird nicht vernichtet, sondern sie wird in Hitze umgewandelt. Und diese Hitze muss irgendwo hin, ja, und dann fangen diese Reibelemente das Dampfen an, es stinken durch die Hitze, die da entsteht. Und das riecht man dann, das sieht man, und dann ist es so, wie es ist. Morgenstimmung über dem Gutachtal am oberen Ortsende von Niederwasser. Dort unten durchs Tal führt die B33. Hinter mir am Berg irgendwo ist der Röllerwaldtunnel und dort drüben, unterhalb dieser Rodungsfläche, verläuft am Hang entlang die Strecke. Links Hornberg und die Strecke geht dann weiter nach rechts. Dann kommen die Glasträgertunnels, die Eisenbahn überquert das Gutachtal und fährt dann irgendwo dort hinten im Tal rum. Und entweder höre ich Gespenster oder dort hinten ist ein Zug, den ich dann demnächst dort drüben sehen muss. Ich hoffe. So, von rechts kommt tatsächlich der Güterzug, den ich vorhin gehört habe. Zwei schwarze MRCE, Baureihe 189 Loks hängen davor. Die zweite beschriftet für SBB Cargo International. Ja, die fahren jetzt dann in Kürze Niederwasser. Danach, ein paar Kilometer weiter, erreichen sie Hornberg. Und dann geht es weiter runter ins Gutachtal bis nach Hausach. Und dann in Hausach biegen sie ins Kinzigtal ein in Richtung Offenburg. Das ist der Obergießtunnel und das hier ist der Hippensbachtunnel. An beiden Tunnels sieht man Licht am Ende des Tunnels und hier gibt es ein paar interessante Sachen. Da drüben ist das Schalthäuschen für den Bahnübergang. Da vorne sind die Hilfseinschalttasten für den Bahnübergang vom Tal her kommend. Hier sind Achszähler für den Bahnübergang.
hier drüben auch. Und hier stehen zwei Sperrsignale, denn da hinten dran sind Weichen, das ist eine Überleitstelle. Man kann aus beiden Gleisen aufs jeweils andere Gleis wechseln. Die Weichenlaterne hier ist so fabrikneu, dass er noch die Schutzfolie außen drauf hat, die noch keiner abgezogen hat. Und dort vorne vor dem Tunnel Obergies stehen wieder die Schneepflugtafeln, die da zu senken sind. Wahrscheinlich ist die Schneepflugschar hier im Bereich der Überleitstelle komplett zu heben und anschließend wieder zu senken, dass diese Weichen hier durch die Schneepflugschar nicht beschädigt werden. Auch da ist nochmal eine Hilfseinschalttaste, ebenso wie hier drüben. Ja, und dann ist durch die Gleiserneuerung hier auf der Strecke noch ein Haufen Baumaterial hier abgelagert, denn die Bauarbeiten sind ja geplant für die Dauer der Sommerferien hier unterbrochen. Und nach den Sommerferien werden die Bauarbeiten, die Streckenerneuerung hier wieder fortgesetzt. Die Fahrgäste des Alpen-Sylt-Express dürften an diesem Wochenende ganz besonders auf ihre Kosten gekommen sein, da der Zug normalerweise nicht durch diese schöne Landschaft entlang der Schwarzwaldbahn fährt. Meine Grüße gehen zurück an das Zugpersonal, die schön gewunken haben, was man auf den Kameraaufnahmen leider nicht sieht, aber auf einem Foto, das ich gemacht habe. Unweit des Ortes Gutach, zwischen Triberg bzw. Hornberg und Hausach gelegen, weitet sich der Talkessel nun. Der Blick ist frei auf satte grüne Wiesen und Wälder an den Berghängen. Auch diese Szenerie mit den Schwarzwaldhäusern macht es hier besonders lieblich. Der einzige Knackpunkt an den Stellen ist gewesen, durch die B33, welche auch den Talkessel quert, ist die Vorwarnzeit für die Züge, um sie zu hören, eher negativ als positiv. Deswegen haben wir es auch da gar nicht so lange ausgehalten und sind dann von dort aus weitergefahren in Richtung der Überleitstelle Seelenwald oberhalb der Ortslage von Gremmelbach. Etwas überrascht hat mich der Regio-Shuttle, der SWEG. Der scheint an Wochenenden von Rheintal her bis nach Triberg zu pendeln.
meinen ursprünglichen Plan, einen bergwärts fahrenden Güterzug bei Gutach zu verhaften, ihm dann auf der Straße, welche den kürzeren Streckenverlauf hat, bis nach Gremmelsbach vorzufahren und dort an der Überleitstelle Seelenwald erneut zu stellen, wurde leider zunichte gemacht, dadurch, dass justament kein bergfahrender Güterzug da war und meine Geduld aufgebraucht war. Also fuhren wir die B33 erstmal so nach Gremmelsbach hoch und haben uns dort an der Überleitstelle Seelenwald in Stellung begeben. Die beiden Blocksignale der Überleitstelle der Fahrtrichtung St. Georgen-Triberg, das Blocksignal 158 am Gleis gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung und das Blocksignal 58 am Gleis der Fahrtrichtung St. Georgen-Triberg, zeigen beide HP0, nachdem der Regionalexpress von Konstanz in Richtung Karlsruhe hier durch ist. Die Signale können folgende Stellungen zeigen. HP0, so wie jetzt, ein rotes Licht, Zug Halt, HP1 Fahrt, ein grünes Licht und HP2 Langsamfahrt in Verbindung mit ZS6, dem Gegengleisanzeiger, wenn es vom Regelgleis ins Gleis gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung geht, beziehungsweise nur HP2, wenn es aus dem Gegengleis, also die Fahrt vom Signal 158 erlaubt werden würde, rüber ins Regelgleis geht. Oder das 158 kann natürlich auch HP1 zeigen in Verbindung mit ZS6, wenn die Fahrt vom Gegengleis herkommt und weiter im Gegengleis geht. Beide Signale haben noch einen Träger dran dabei für das Signal ZS7, das Vorsichtssignal, welches einen schriftlichen Befehl ersetzen kann, die Vorbeifahrt am gestörten oder halt zeigenden Hauptsignal erlaubt und gleichzeitig die Fahrt auf Sicht zulässt. Dort drüben auf der anderen Gleisseite steht ein Gebäude, das wird das ehemalige Blockwerder-Gebäude sein. Es ist mit 61 beschriftet und hier liegen diverse neue Schienenstücke, denn hier ist noch kein Gleisumbau, kein Gleisneubau durchgekommen. Dort drüben auf der Gleisseite vor diesem Abspannmast, das war eben gerade das Blocksignal 58, das in Fahrtstellung gewechselt hat. So hat man das gehört. Dort drüben steht eine Schneepflugtafel, die neue Ausführung in einem schönen, leuchtenden, rückstrahlenden Gelb. Und hinter mir zeige ich euch gleich noch, wie so eine alte Tafel aussieht. Hier zwischendrin liegen diverse Schienen, die dann beim Streckenneubau eingebaut werden. Und hier sind auch schon die Isolationsabschnitte in diese Schienen mit eingearbeitet, dass die nicht hier draußen unter Baustellenbedingungen gebaut werden müssen. Neue Weichensignale sind dran und hier sieht man so einen Isolationsstoß an diesen beiden Schienen, die dort liegen. Man sieht diese silikonartige graue Masse, die die Gleislaschen von den beiden Schienen isoliert und auch die
beiden Schienen, die voneinander isoliert sind und durch diese graue Masse getrennt sind. Und dann ist hier noch das vorhin angesprochene alte Schneepflugsignal, das sieht so aus. Und das Ganze ist die Überleitstelle Triberg-Seelenwald. Ha, meine einzelfahrende Trax 1, die hier den Berg runterkommt. Gruß geht zurück. Das war Widmer Rail Services mit der 185-535-2, der hier als Solo-Lok LZ den Berg runterrollt. Und dieser Tunnel, in den er gerade eingefahren ist, das ist der Seelenwald-Tunnel 3 mit 195 Metern Länge. In der Oberleitung an dieser Weichenverbindung vom linken Streckengleis ins rechte Streckengleis hängt oben drüber dieser Trenner, mit dem die beiden Gleise elektrisch voneinander isoliert sind, um in einem Gleis den Strom abschalten zu können, um dort zu arbeiten, während im anderen Gleis der Eisenbahnbetrieb weiter fortgeführt werden kann. Das ist natürlich da vorne über der nächsten Weichenverbindung, die von rechts nach links geht, wieder so. Ist aber von hier aus nur sehr schwer zu erkennen. Da sieht man den grünen Isolator vor grünen Bäumen. Nun klarte es endlich mal auf. Die Wolken waren weg, der Regen war weg, die Sonne kam raus. Zeit, die zweite Hälfte des Schwarzwaldbahn-Erlebnispfades in Angriff zu nehmen. Zuvor durfte das gestern gewünschte Flugzeug auch mal kurz in die Luft. Man kann hier wunderbar erkennen, wie der Ingenieur Gerwig damals in den 1860er Jahren die Strecke in die Landschaft eingefügt hat. In dieser letzten Einstellung kann man unten links die Ausfahrt aus dem Bahnhof Triberg erkennen und oben rechts das Tunnelportal, nachdem die Eisenbahnstrecke den Berg an dieser Überleitstelle Seelenwald umrundet hat. Thank you.
Was bleibt übrig, wenn man einem Bahnhof alles nimmt, was einen Bahnhof auszeichnet? Einfach nur zwei Streckengleise. Hier ist der Standort des ehemaligen Bahnhofs Nussbach. Hier an diesem Bahnhof Nussbach gab es ein recht stattliches Empfangsgebäude. Es könnte sein, dass am rechten unteren Bildrand dieses Mauerfundament das Mauerfundament von diesem ehemaligen Empfangsgebäude ist. Ich würde euch gerne ein Bild zeigen, da ich aber an den Bildern, die es online gibt, keine Rechte besitze, lasse ich das. Aber ihr wisst ja, wie Google zu bedienen ist. Bahnhof Nussbach mit scharfem S. Der Bahnhof Nussbach wird begrenzt auf der einen Seite vom Grundwaldtunnel und auf der anderen Seite vom Krähenlochtunnel. Hier gab es die Überleitmöglichkeit und hier gab es Ein- und Ausfahrsignale, also alles, was einen Bahnhof auszeichnet. Der Bahnhof ist dann irgendwann zurückgebaut worden, als man ihn nichts mehr gebraucht hat, und das ist übergeblieben. Streckengleis zwischen den beiden Tunnels. Dort unten liegen beiderseits des linken Streckengleises schon die braunen, hellbraun rostigen neuen Schienen. Denn hier ist noch der alte Oberbau da, es ist noch alter Gleisschotter da, alte Holzschwellen und wahrscheinlich auch die alten Schienen. Wenn dann die Sommerferien hier rum sind und der Bahnbetrieb wieder ruht, wird an der Strecke weitergebaut und dann werden diese neuen Schienen hier eingebaut. Etwa auf halber Bahnsteiglänge dieses alten Bahnsteiges steht rechter Hand ein Transparent, ein weißes. Auf diesem weißen Transparent kann man noch so ein bisschen erahnen, wie es hier mal ausgesehen hat. Und nach dem Bild, was auf diesem Transparent zu erkennen ist, müsste das Empfangsgebäude ungefähr dort gestanden haben, wo dieses Transparent steht. Und diese Mauer, die ich vorhin angesprochen hatte, ist entweder eine reine Stützmauer, oder dort stand noch ein Nebengebäude drauf. Dort unten ist noch zu sehen ein Schalthäuschen und ein GSMR-Funkmast, beides rechter Hand, hinter diesem Transparent. Und wenn man sich die Oberleitungsmasten genauer anschaut, vor allem die Fahrdrahtseitenhalter, sind hier alle möglichen verschiedenen Bauarten verbaut, da die unterschiedlich nah am Gleis stehen bzw. unterschiedlich weit weg am Gleis stehen. Also wer ein Vorbild sucht für die Modellbahn, um alle möglichen unterschiedlichen Fahrleitungsmasten unterzubringen, die die Modellbahnhersteller im Programm drinnen haben, wenn sie ein bisschen bunt sein soll. Der Bahnhof Nussbach hat das. Tobt euch aus! Der Bahnhof Nussbach aus der anderen Richtung betrachtet. Was interessant ist, an allen Bahnübergängen hier auf der Strecke stehen Schilder,
die Fahrer von Fahrzeugen in der Regel über 10 Metern Länge dazu nötigen, mit dem Fahrinsider Kontakt aufzunehmen, und zwar bevor sie den Bahnübergang befahren. Hintergrund ist ganz einfach der, dass das ja alles am Berg liegt und sehr kurvig ist und durch die Gleisüberhöhung es passieren könnte, dass entweder Antriebsachsen von diesen Fahrzeugen durchdrehen, weil möglicherweise keine Differentialsperre da ist, oder aber dass das Fahrzeug hängen bleibt oder dass es nach dem Bahnübergang ziemlich schnell nach rechts und links fahren möchte. Und da ja nur Halbschranken da sind, sind diese Bahnübergänge nur dadurch gesichert, dass ein zugehöriges Blocksignal, das irgendwo vor dem Bahnübergang liegt, auf Fahrt geht, wenn die Bahnübergangssicherung aktiviert ist. Denn bei Halbschranken sieht die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung vor, dass dort keine visuelle Fahrwegfreiseinprüfung durch den Fahrinsider erfolgen muss. Und der Verkehrsteilnehmer, der den Eisenbahnbetrieb quert, erkennt, wenn die Schranken runtergehen, das Lichtzeichen angeht und das Tonsignal ertönt, dass er den Gefahrenraum zu verlassen hat. Und hier in dem Fall deswegen zuerst als langer LKW oder als Langholzfahrzeug Kontakt mit dem Fahrinsider aufnehmen. Hallo Fahrinsider, ich möchte gern drüber fahren. Ja, mach das, und an der anderen Seite sagst du Bescheid, wenn du drüben bist, dann kann ich die nächsten Züge fahren lassen. So ist das Ganze gedacht, einfach um hier von vornherein präventiv Unfälle zu verhindern.
östlichen Endpunkt des Schwarzwaldbahn-Erlebniswanderweges liegt der Fahrenhaltetunnel. Dieser Platz mit seiner Tunnelröhre, welche gerade durch den Berg durchgeht, hat es mir angetan. Also sind wir, nachdem wir am Auto zurück waren, nochmal zu diesem Fahrenhaltetunnel zurück, weil ich dort nochmal ein paar Züge erwischen wollte. Bei diesem Zug konnte ich, wie auch bei allen anderen Talfahrern, vorher beobachten, dass die dynamischen Bremsen der Lokomotiven nicht genug Bremskraft aufbringen konnten, um diese talwärts fahrenden Züge in der Beharrung zu halten. Das heißt also, die Lokführer müssen immer wieder intervallartig mit der Druckluftbremse die Geschwindigkeit nach unten korrigieren, um dann, wenn die Druckluftbremsen ausgelöst sind, aus der 5-Bar-Leitung den Hauptluftkesseln der Wagen wieder Gelegenheit zu geben, diese zu füllen, dass dann für den nächsten Bremsvorgang wieder genug Bremsdruck zur Verfügung steht in der Leitung. Deswegen haben diese Züge, wenn man die Fahrt auswerten würde, talwärts fahrend, obwohl die Streckengeschwindigkeit gleich ist, ein Wellenprofil. Denn die Geschwindigkeit wird abgesenkt, danach wird die dynamische Bremse genutzt, um den Geschwindigkeitsaufbau, die Geschwindigkeitsvermehrung der Züge so lange wie möglich zu begrenzen, bis dann irgendwann wieder die Streckenhöchstgeschwindigkeit erreicht ist und erneut mit der Druckluftbremse die Geschwindigkeit verringert werden muss. Würde dann also bei einer Fahrtauswertung ausschauen wie Wellen, die am Strand sich auslaufen. Durch diese technisch bedingte Wellenform der Geschwindigkeit erreichen natürlich die talfahrenden Züge eine geringere Durchschnittsgeschwindigkeit, als die Streckenhöchstgeschwindigkeit hergäbe. Ebenso schaffen die bergfahrenden Züge wahrscheinlich nicht immer die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das muss natürlich bei der Fahrplanerstellung, bei der Fahrplanung entsprechend berücksichtigt werden. Gut, diese Schwarzwaldbahn ist jetzt keine hoch ausgelastete Strecke, wo die Züge im Minutentakt durchfahren. Aber trotzdem muss geschaut werden, wenn die Güterzugtrassen konstruiert werden, dass diese konfliktfrei mit dem Taktverkehr sind, dass der pünktlich fahren kann. Die Fahrplaner wissen das natürlich und berücksichtigen das bei der Trassenkonstruktion entsprechend. Aber ich denke mir, es ist doch so ein Umleitungsverkehr auf einer Strecke, die nicht alltäglich für Güterzüge ist, eine kleine Herausforderung oder zumindest eine angenehme Abwechslung für die Fahrlagenplaner zum alltäglichen Einerlei. Unsere Kaffeepause wurde natürlich immer wieder von Zügen gestört, in Anführungszeichen. Die Stelle war aber insofern toll, denn man konnte 3 Kameras in Stellung bringen, beziehungsweise 2 in Stellung bringen, eine in der Hand halten und dann das Ganze aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Als dann Regen einsetzte und ich gerade drüber nachdachte, ob wir abbrechen und nach Hause fahren, denn es ging schon stark auf Abend zu, wurde dann das Blocksignal in Richtung Tal, also von St. Georgen in Richtung Triberg, nochmal auf Fahrt gezogen. Ich sagte ja früher in den Filmen schon mal, dass auf der Strecke Zentralblocksignale stehen. Das heißt also, die Blocksignale sind normalerweise in Grundstellung HP0 und erst wenn sich eine Zugfahrt nähert, werden diese Signale angesteuert und gehen dann in Fahrtstellung. So war es hier auch. Also, doch nochmal kurz abgewartet, was da aus dem Tunnel rauskommt.
So, nachdem sich das Wetter verschlechtert hat, haben wir dann beschlossen, den Heimweg anzutreten. Wir sind quasi vor dem Regen aus dem Schwarzwald geflohen. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ich hoffe, diese zwei Filme zur Schwarzwaldbahn mit ihrem Umleiterverkehr haben euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über euer Like. Wenn ihr den Kanal das erste Mal gesehen habt, dann freue ich mich auch darüber, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr dann noch auf die Glocke drauf drückt, werdet ihr von YouTube immer benachrichtigt, wenn es bei mir einen neuen Upload gibt, der euch dann vielleicht auch interessiert. Danke fürs Einschalten, macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Alex E. Servus.